Kapitel 2, genau. Wir sind Kapitel 2 angekommen. Kapitel 1 war ja komplett nur Vorgeschichte und was passiert ist und sowas. Sehr, sehr spannend für alle, die Final Fantasy noch nie irgendwie was mit am Hut hatten. Vor allem Final Fantasy 7. Da wurde erklärt, wieso Sephiroth verrückt geworden ist und er war eigentlich mal ein cooler Dude und sowas. Das ist sehr cool. Ja. Und jetzt machen wir hier weiter. Ich denke, dass es heute auf jeden Fall sehr viel spannender wird, als es gestern war. Zumindest mal zum Zuschauen. Also für mich war es schon spannend, das alles zu erfahren, aber rein gameplay-mäßig war es ja gestern jetzt nicht so unfassbar spannend. Man muss man direkt sagen, ey, Digga, die haben aber in der Menschenmenge auf jeden Fall was dazugepackt. Ja, es gibt ein neues Verbundenheitsfeature. Da sollte ich vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, ne? Ja, es gibt jetzt ein neues Verbundenheitsfeature mit seinen Kollegen. Das war in Teil 1 nicht so. Was mich gerade wundert, ist, was ist das hier? Nee, nee. Er ist Nene. Nee. Und Flenny. Sind das Nebenmissionen? Gehe ich mal von aus. Ah! Auf eine Partie? Das ist wie aus dem DLC. Das junge Fräulein hier ist Nene, ihres Zeichens Bauchrednerin. Das ist wie aus dem DLC mit diesem Schachspiel. Okay. Ich erinnere mich aus dem DLC. Machen wir das? Ja, machen wir, oder? Mit eurer Hilfe wird das ja wohl easy. Kartenminigame, ja. Ich hab's aus dem DLC. Lull, Kaktor. Ich würde einfach sagen, ja, mit eurer Hilfe wird das schon was. Ich habe vollkommen vergessen, wie das funktioniert. Wir müssen da jetzt zusammen wieder reinkommen. Welche Karten möchtest du austauschen? Okay. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Aber ich würde erstmal mal sagen, Spiel beginnen. Das ist jetzt total Learning by Doing. Man kann aussetzen. Die haben alle irgendwie einen Wert von 1 bis 2. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir setzen einfach mal hier das Kaninchen. Kann ich nicht setzen. Weiß ja nicht wieso. Kann ich den Hund setzen? Ja. Hund. Gegnerischer Zug, okay. Oh, man kann überall setzen? Nee, sie kann über sich setzen. Okay, dein Zug. Und ich kann jetzt. Kann ich auch mit dem laufen? Nee. Ich habe keine Ahnung, was man machen muss. Wird jetzt komplett wahrscheinlich für die YouTuber. Die werden richtig sauer sein. Aber ich mache einfach. Das ist jetzt Learning by Doing und verstehen, was die macht. Der Kaktus kommt rein. Dein Zug, okay. Okay, ich glaube, ich check's. Aber ich will auch nichts sagen. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Es geht darum, links und rechts sind ja Punkte. Seht ihr das? Und es geht darum, taktisch, wie die Taktik ist, weiß ich gerade noch nicht, mehr von den drei Linien Punkte zu haben als der Gegner. Und ihr seht schon, sie hat hier 4 und 5 und hat dann quasi jetzt schon gewonnen, weil ich den hier in der Mitte nicht bekommen kann, warum auch immer. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal neu. Neu starten. Ich glaube, so ist die Taktik. Und ich glaube, so muss man dann auch hier ihre Dinger auswählen. Der weiße Punkt ist immer das, was du bist. Und diese lila, die orangenen, ist, was du an Felder dafür bekommst. Und hier zum Beispiel, welche Felder du wegmachst. Und dann noch mit den drei Pinneken. Da weiß ich noch nicht genau, wie das fungiert, aber jetzt habe ich es gecheckt und jetzt können wir die fertig machen. Abfahrt. Gecheckt. Ich werde es nochmal mehr erklären, wenn ich jetzt hier spiele. Okay, wollen wir wechseln? Nein, zwei Vierer ist, glaube ich, ganz geil. 4 Punkte mit zwei Manneken, die sind natürlich Gold wert. Deswegen beginnen. Ich darf anfangen. Deswegen machen wir hier erstmal einen Einer. Den kann ich nicht machen. Aber ich denke, einer hier. Dann wird unten und oben ein Zweier und dann mache ich die beiden Vierer dahin. Dann habe ich die fast schon sicher. Ich glaube, zu dem Kartenspiel müssen wir wohl ein Tutorial anschauen. Nee, nee, das ist nicht so schwer. Guck mal. Ich setze hier den Zweier. Guck mal, ah nee, guck mal, diese orangen Dinger heißt, wie viele Manneken auf diese Felder kommen. Und wenn ich den jetzt hier unten setze, kriege ich zwar keine neuen Felder nach vorne. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht Sinn machen, den jetzt schon zu setzen, sondern erst als nächstes. Guck, der kriege ich als nach vorne jetzt einen mehr. So macht Sinn. Dann kriege ich nämlich den vorne und hinten. Wahrscheinlich wäre so ein Einer. Der wäre theoretisch auf einem großen Spielbrett. Der ist sehr scheiße. Ja, aber ich nehme jetzt mal den Vogel. Zack. Den Zweier habe ich ja sicher. Den kann ich immer noch nehmen. So, dass ich mir nach vorne hin auf jeden Fall den einen sicher. So wie er das jetzt da auch gemacht hat. Und jetzt muss ich mir dringend eigentlich noch was sichern. Aber ich hab's nicht. Scheiße. Mein Deck ist kacke. Aber ich hole mir die mittlere und die untere Linie. Das wird schon klappen. Ja.
Ich hole mir die mittlere und untere Linie, das reicht schon. Oben kann er komplett haben. Oben kann er komplett haben. Vielleicht werden die Punkte auch zusammengezählt. Ich kann gerade eh nichts setzen. Das ist echt ein bisschen... Doch, den kann ich hier setzen. Dann kriege ich hier nochmal einen Punkt mehr. Habe ich 4. Hoffen wir mal, das reicht. Unten hat er noch gar nichts gesetzt. Soll er sich oben komplett holen? Ist mir egal. Zack. Dann habe ich 4 und 2. Den setze ich. Und dann habe ich mir den davor auch noch gesichert. Ne, ich habe jetzt 4 Punkte und 6 Punkte. Ich weiß nicht, ob zusammengezählt wird. Er hat sich den jetzt zurückgeholt. Das geht auch. Okay. 6 und 4, aber das sollte ich wohl... Das sollte wohl... Ja, das reicht safe. Unten habe ich. Mitte wird halt wichtig, ne? Ich kann nichts setzen, aussetzen. Gucken, ob das reicht mit 6 und 4. Wenn er da bei dem Dreier jetzt nicht irgendwas mit 3 setzt. 4! Mein Deck ist scheiße. Das kann ich nicht schaffen. Aufgeben, ich brauche ein anderes Deck. Ja, perfekt. Einer und einer. Dann kann ich die direkt voreinander machen. Voll aggressiv auf die Mitte. Oh, yes. Guckt euch an. Bam! Das ist das Gameplay, wofür ihr hier seid. Sag es euch. Guck mal. Ich kann den hier hinsetzen. Wie assi ist das denn? Ja, natürlich. Guck mal, sie kann nichts setzen. Ich habe alles grün. Ich habe gewonnen. Sie kann nichts setzen, weil alles grün ist. Ja. Alles. Alter Schwede. Voll zerspielt. Ja, fackel die ab. Was kriege ich? Eine neue Karte? Den Kaktus. Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auf diesem Effekt betroffenen Feld um 3. Das ist crazy. Okay, geschafft. Geschafft. Da mache ich den einen anderen da Level 2 auch noch, oder? Habt ihr Bock? Komm, jetzt ziehen wir den auch noch eben ab. Also so ein Kartenspiel in so einem Game finde ich sehr cool. Im ersten Teil gab es ja auch das Daten und so. Deck ändern. Der Kaktus kommt rein. Behalte ich das? Ich habe einen Einer, der Rest nur Zweier. Nö, Karten tauschen. Komplett, ich brauche Einer. Brauche wieder am besten beide. Ja, guck mal hier. Das ist doch ein geiler Start. Bam, und davor den Kaktus. Saxophon hat wieder Bock. Musik ist auch geil, ja. In der Mitte hatten wir sogar 4 zu 4. Crazy. Easy. Was für eine Karte? Kastagnetten. Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auf diesem Effekt betroffenen Feld um 2. Nur 1. Okay, sehr geil. Dann machen wir jetzt mit der Hauptmission weiter. Ich finde dieses das Kartenspiel, das hat was. Finde ich auch cool, dass es direkt am Anfang am Start ist. Finde ich sehr cool. Finde ich cool, das Kartenspiel. Bin ich ein Fan von. Aber hier ist nochmal ein Spieler. Meine Barriere zu zerstören, ist ja witzig. Du wirst jetzt zerstört. Ich brauche wieder die Anfangstaktik und dann gewinne ich. Meint ihr, es gibt auch sowas wie einen Booster-Shop, wo man sich Booster kaufen kann? Da hätte ich Bock drauf. So viel zum Thema Hauptstory. Ja, ey, das Kartenspiel ist aber auch cool. Also mir gefällt das. Der kommt weg. Der. Ich brauche am Anfang brauche ich einer. Also diese Taktik mit den beiden Typen vorne macht fast, dass ich immer gewinne. Sieg. Bin gespannt auf die Karte. Schriller. Eine gewöhnliche Karte ohne besondere Fertigkeiten. Aber zieht euch rein, der macht um sich herum überall plus 1. Der ist crazy. Passt gerade gar nicht in mein Deck, aber geil. Blut der Königin, gewonnene Partien 3. Blutiger Anfänger. Blutbürger, let's go. Trophäe am Start. Mann, ich hätte echt gerne noch mehr dieses Kartenspiel gespielt. Ich hoffe, das kommt bald wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Kartenspiel macht mir am meisten Laune. Bisher. Aber wir haben heute auch noch nicht einen Kampf gemacht, ne? Ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme geht, aber noch nicht einen Kampf. Ja, ja, so ist das. Final Fantasy 7 Rebirth, hier kämpfst du nicht. Hier läufst du nur durch Gänge, haus ab, rennst weg und guckst Cutscenes. Das ist das Game. Das ist das Leben. Kleine Maus, danke für den Follow. War mein Problem bei Witcher immer. Angefangen und beim Kartenspiel hängen geblieben. Jetzt? Das hier, Open World? Digga, das ist aber Graslandregion. Der Planet. Endlich. Endlich mein Zelda-Moment. Ach, guck mal, wie gut das aussieht. Das sieht so schweinegut aus. Alter Schwede. Ich bin so froh. Also da bin ich echt froh, dass ich 2024 lebe und nicht in den 80ern. Und er wirkt noch stärker als wir alle zusammen. Das sieht nur so aus. Darum merkt niemand,
dass das Ende schon nah ist. Ich muss noch viel lernen. Was willst du wissen? Zum Beispiel, wie man seinen Weg findet. Also, das ist ja wohl simpel. Meine Devise lautet wie folgt. Immer brav, der Nase nach. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nach Kalm kommen wir wohl erstmal nicht zurück. Denke auch. Zum Glück habe ich die Kämpfe da gemacht. Die Brettspielkämpfe. Sonst müsste ich die irgendwann viel, viel später machen. Ah, gut gemacht. Gut gemacht, der Lou. Und jetzt geht's ab in die Open World, Leute. Jetzt geht's ab. Ich will jetzt mein Schokobo und ich will jetzt rennen. Und schnetzeln. Leveln und looten. Da sehe ich mich. Ich hab Bock. Es sieht so fucking gut aus. Und jetzt habe ich so Bock, hier alles zu erkunden. Was da? Nein, ich will da rein. Da liegt doch was, Mann. Nee, kann ich nicht. Da komme ich von der Dingsbums erstmal hin. Das dauert ja ewig, bis ich da bin. Ich finde die Karte echt nicht so... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn das... Oh mein Gott! Das ist... Huge. Ja, das ist die Welt. Graslandregion. Ich hab Bock. Okay, Abfahrt. Ich werde mich natürlich auch viel umsehen. Ach guck mal, man kann auch so Gras und so einsammeln jetzt hier, oder wie? Perlen-Ingwer. Okay. Ich werde mich natürlich umgucken, aber ich werde natürlich auch Story weiterspielen. Also wir werden jetzt hier nicht 3 Stunden das komplette Grasland erkunden. Ich glaube, das würde zu weit führen, aber... Schon ein bisschen das Auge streifen lassen. Ich hoffe, das Erkunden lohnt sich auch, dass man auch so Secrets findet, also mit Items und so. Wenn man die ganze Zeit sich die Welt anguckt und da ist nichts drin, dann finde ich das nicht so geil. Kann ich schwimmen? Ich kann schwimmen! Ja, Leute, wir sehen uns in 3 Stunden wieder, wenn ich hier alles erkundet habe. Man kann super schnell aufnehmen, man hat keine dumme Animation. Leute, ich bin hooked. Also nach den ersten 2 Stunden Cutscene will und viel Geschichte sind wir angekommen. Oh mein Gott, habe ich Bock. Auch die ganzen Low-Poly-Geschichten sehen echt gut aus, ne? Also, guck mal, wie viel angezeigt wird. Also rein grafisch und technisch echt ein gutes Spiel. Also... Was heißt gut? Also, ich glaube, da gibt es wenige, die da rankommen auf der PlayStation 5. Aber jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo ich lang muss. Was ist das? Schatzverstecke befinden sich meist in stillgelegten Fabriken. Aha! Da gehe ich gleich hin. Ich will nur kurz das Zeug hier einsammeln. Okay, also das Erkunden lohnt sich. Ich hab Bock. Ich hoffe, die Kameraführung ist für euch nicht. Mokri-Medaille gibt es. Ach du Scheiße. Der Mokri-Laden. Den habe ich ja schon wieder völlig verdrängt. Den Mokri-Laden. Wer kennt... Oh Gott, da lang muss ich gleich auf jeden Fall, um zu gucken. Okay, gucken wir da mal rein. Der Mokri-Laden, wer erinnert sich? Trophäenrelevant. Ah, da ist so eine Kiste, sehe ich doch. Ja, gibt's... Gibt auch Beschwörungen, die du finden kannst. Okay, cool. Smaragd, let's go. Komme ich hier wieder hoch? Ja, easy. Also rein allgemein, das ist noch eine Kiste. Das Movement ist eine Jäger des verlorenen Schatzes. Was heißt das? Zum ersten Mal einen Schatz gefunden. Geil. Also ganz allgemein, das Movement ist so viel besser als im ersten Teil. Im ersten Teil war ja... Ja klar, du hast keine Open World und so. Das war halt schlauchig und das Maximum deines Movements war schnell laufen. Das ist hier eine andere Liga. Das ist sehr geil gemacht. Macht übel Spaß. Übel Spaß. Also jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat oder Bock hat, das Game zu spielen, macht das. Tut das.
so gut. Wirklich, also... Guck mal, du hast hier keine... Du hast hier keine Beschränkung in deinem Movement. Das ist so flüssig. Also... Ich habe gerade nur lobende Worte. Es wird auch schon mal kritische Worte geben, aber hier ist gerade einfach alles geil. Guck mal hier, und das wird super angezeigt. Das, was ich mir bei Skull & Bones wünschen würde, dass mir angezeigt wird, wo was liegt, ist hier einfach perfekt umgesetzt. Natürlich nicht unendlicher Radius, aber zumindest mal in einem Radius, der vernünftig ist. Einfach geil. Einfach geil. Ich bin gespannt, ob in den verschiedenen Ländereien auch verschiedene Hintergrundmusiken laufen. Weil ich glaube, dieses Standard-Theme, da hat man sich irgendwann auch satt gehört. So nervig die ersten 2 Stunden waren, so geil ist das hier gerade. Ich hoffe, das kommt beim Zuschauen auch so ein bisschen rüber, aber... Es macht einerseits übel Spaß, natürlich einfach hier rumzulaufen, weil es einfach übel smooth ist. Aber auch was einzusammeln, was vielleicht auch gar nicht so mega wichtig ist, aber ist gerade auch so belohnend. Was ist das hier? Ja! WPC, was ist das? Was ist das? LOL! Das ist ein Skillbaum! Das ist ein Skillbaum! Das ist ein fucking Skillbaum. Jeder hat seinen eigenen Skillbaum. Ich kack ab. 10 WP-Punkte. Und das sind Skillpunkte für die Gruppenaktion, die du nur bekommst, wenn du mit deinen Leuten ein höheres Band bekommst. Alter Schwede, ist das geil. Ich hoffe, man kann später auch respecken. Aber Junge, Junge. Junge, Junge, das ist... Ich hab so Bock. Also genießen wir einfach, dass wir so ein schönes Spiel in 2024 haben und so früh im Jahr schon das GOTY haben. Sieh mal einer an. So trifft Wer ist er denn? Sich also wieder. Oh, der nette Herr mit dem Wagen. Noch einmal vielen Dank für die Hilfe. Ach, nicht doch. Für 2 so reizende Damen tut man das doch gern. Hoppla, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Alter, wer ist er? Mein Name ist Bill. Na, mehr gibt's nicht zu sagen. Bill, der aus Pokémon. Heute lässt mein alter Wagen mich leider im Stich. Sonst würde ich euch wieder mitnehmen. Der hat Schokobos. Der hat einen Schokobo auf dem Auto gehabt. Gibt es hier was, wo man ungestört ist? Hm. Ihr sucht ein lauschiges Plätzchen. Schokobo Bill nicht? Nee. Das ist Schokobo Bill, ja? Okay. Also hatte ich ja einen guten Riecher mit Schokobo. Ich meine, der hat aber eine Peitsche, der sagt. Es ist jung und verliebt zu sein. Tja, also bei der Anlegestelle in den Sümpfen. Da solltet ihr ganz ungestört sein. Gebt hier keinen besseren Ort. Schokobo Bild. Bill. Kommt mich doch mal auf meiner Farm besuchen. Ja, wo ist sie? Wo ist deine Farm? Weiß das jemand? Die alte Anlegestelle. Guck mal, wie sich hier das Licht ändert. Und die Musik. Die Musik. Also genau das, was ich vor einer halben Stunde gesagt habe, ist eingetreten. Jedes Gebiet hat seine eigene musikalische Untermalung, die geil ist. Und du hast nicht überall die gleiche. Das war eben einfach Grasland. Alter, ich habe so Bock. Ihr glaubt gar nicht, wie doll ich heute Nachmittag weiterspielen werde. PlayStation im Wohnzimmer anschließen und weiterzocken. Aber so doll. Oder ich komme nochmal live, ich weiß es nicht. Aber ich habe so Bock zu zocken, dass ich das tue. Prachtlinge. Ja, die ist prächtig. Die wollen wir. Schokobo Ranch. Guck mal, wird auch direkt auch wieder ausgezeichnet. Also, auch das Storytelling ist in dem Spiel einfach so eine, einfach so Wahnsinn. Hilfe. Wie gut ist das? Ein Kissen bekommen? Wie gut ist das Storytelling in dem Game? Das ist ja unglaublich. Ich kann nicht aufhören mit positiven Worten. Hier hat TD hatte gefragt, ob ich Final Fantasy auch jemandem empfehlen würde, der nichts mit Final Fantasy am Hut hat. Du. Ich bin genau dieserjenige. Ich habe einen einzigen Final Fantasy Teil gespielt. Das ist Teil 3 auf dem Nintendo DS gewesen. Und Final Fantasy 7 Remake, Teil 1. Du kannst sogar den Rebirth-Teil hier ohne das Remake von Final Fantasy 7 spielen. Du kannst sogar Rebirth ohne Remake gespielt haben. Also spielen. Weil du die Story vorher erklärt bekommst. Und alles hier nochmal Tutorial durchgehst. Wenn mich jemand fragt, ey, soll ich Remake oder Rebirth spielen, würde ich sogar zum Rebirth-Teil raten, weil der meiner Meinung nach nochmal eine ganze Ecke mehr Content hat und besser ist.
Also, ich bin halt einfach ein Fan von Open World, deswegen finde ich das hier besser. Das habe ich beim Remake immer gestört und auch in den ersten zwei Stunden hier von Rebirth. Dieses Schlauchartige, was es hier bestimmt auch demnächst wieder geben wird, wo du einer klaren Linie folgen musst. Ja, dich nicht bewegen kannst, wie du das willst. Keine große Sache. Aber ja, also ich habe auch nie Final Fantasy gespielt. Ich kenne nur das Remake und hier das jetzt. Und muss auch sagen, du kannst es komplett ohne Vorwissen spielen. Du lernst hier alles, du lernst die Story kennen und es ist einfach grandios. Es gibt eine einzige Sache, worauf man sich einlassen muss und was man wissen muss. Es ist ein Story-Game. Es ist also kein Spiel, was du nur spielst wegen Grinden oder Looten oder Kämpfen. Es ist ein Story-Game. Wenn du also keinen Bock auf Story hast, dann bist du nicht so gecatcht wie jemand, der Bock auf ein Story-Game hat. Und es gibt kein Multiplayer. Ist ja für viele auch wichtig, für mich zum Beispiel auch. Es gibt keinen Multiplayer, weder Couch-Koop noch Multiplayer-Koop. Das muss man natürlich auch wissen. Guck mal, jetzt ist die Tür hier auch offen. Da ist er, Schokobobel. Hab ich schon gefragt, wann ihr kommt? Ich begrüße euch herzlichst auf meiner Farm. Läuft denn der Wagen wieder? Schnurrte wie ein Kätzchen, kaum dass er fort wart. Wollte sich von euch wohl nicht abhängen lassen. So, was gibt's? Ach, ich weiß. Ihr braucht bestimmt Chocobos. Allerdings. Wir wollen mit ihnen die Sümpfe überqueren. Da seid ihr bei mir genau richtig. Früher gab es hier ja mal ein ausgebautes Verkehrsnetz, aber wie ihr wisst, sind diese Zeiten leider vorbei. Doch wir haben das nächstbeste, Chocobos. Für die Sümpfe gibt es nichts Zuverlässigeres. So, meine Damen. Ratet mal, wie genau die Chocobos quasi über die Sümpfe hinwegschweben. Nun, ja. Dank ihrer Federn treiben sie auf dem Wasser und mit ihren kräftigen Beinen paddeln sie schnell wie der Wind. Mit ihnen kann selbst der Midgard-Soma nicht mithalten. Darauf könnt ihr euch verlassen, liebe Freunde. Na, was ich damit eigentlich sagen will? Zum Überqueren der Sümpfe kommt man an Chocobos nicht vorbei. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Können Sie uns welche leihen? Sicher doch. In dem Stall dort hinten findet ihr meinen Enkel Billy. Der kann euch mehr sagen. Bill und Billy. Okay, Bills Farm. Ah, da haben wir schon. Okay, easy. Klasse. Das war einfach. Jetzt müssen wir ihn nur noch schnappen. Boah, es sind sogar mehrere. Guck mal, der hat sogar direkt einen Sattel. Leise jetzt. Ein Jäger muss sich seiner Beute so unauffällig wie möglich nähern. Ich hasse das. Ich hasse Stealth. Jäger? Ich dachte, wir freunden uns mit ihm an. Stimmt. Jäger? Was mache ich jetzt? Nähere dich Pico, ohne dass er oder die anderen Chocobos dich bemerken. Falls sie argwöhnisch werden, kannst du dich per Kreis mit einer Ausweichrolle schnell aus dem Staub machen. Außerdem hast du die Möglichkeit, herumliegende Steine aufzuheben, um mit L1 und Viereck zu werfen, um die Chocobos abzulenken. Also, ich bin ganz ehrlich, das ist nicht mein Ding. Und dann? Und jetzt? Ha! Hab ich dich zu sagen. Ich habe echt gedacht, es geht schief. Gut so. Pico, 2 Goldfedern erhalten. Das ist meiner, ja? Dein Können im Sattel kannst du in Zeitreihen bei Galopp de Chocobo auf die Probe stellen. Passiere die Zielfehler auf dem Farmgelände der Reihe nach. Ja, gut. R2 galoppieren. Springen. Mit einer neuen Taste gedrückt kannst du sprinten. Okay. Zeitrennen starten. Na klar. Was gibt's da? Ungeheuerkrallen. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ah, okay, das ist auf jeden Fall sehr viel schneller. Das ist cool. Ich weiß nicht, wo lang. Geschafft. 30,36. Erster ist 31. Ganz knapp geschafft, chillig.
Hallo Neuro. Abgeschlossen. Ihr seid ein tolles Gespann. Easy. In der Form habt ihr gute Chancen, ein Rennen zu gewinnen. Easy. Wir können jetzt zurück nach Calm. Vielleicht können wir da wieder Brettspiele machen. Was soll ich euch noch sagen? Das Spiel ist einfach geil. Kauft euch das, wenn ihr eine PS5 habt. Da gibt's kein Wenn und Aber. Junge, das Game ist so umfangreich. Es ist so geil. Wo ich am... Habe ich ja schon. Wo ich bei dem ersten Teil noch gesagt habe, ey, es gibt zu wenig links und rechts zu tun. Klar gab es diese Einzelmissionen, aber du hattest nicht diese offene Welt, wo du sagen konntest, ey, ich mach mal das, worauf ich Bock habe. Du warst in einer Stadt, da warst du gefangen. Du warst vom Akt mäßig gefangen in einer Stadt und konntest nur da das machen, was in diesem Akt gerade, was du gerade da machen konntest. Da musst du noch aufpassen, wer gerade in deiner Gruppe ist und wer nicht. Für Trophäen und Missionen und Aufgaben und sowas. Das Gefühl habe ich hier gar nicht. Wir gehen so hundertprozentig zurück nach... Die haben alle einen Chocobo, wie geil. Let's go, gib Gummi. Wir gehen so doll zurück nach Calm. Aber sowas von. Ich glaube, man muss den Weg nehmen, weil... Dieses schwierige Gelände. Man kann auch irgendwie springen. Habe ich schon wieder vergessen, wie das geht. LOL, der kann auch angreifen. LOL, guck mal, wie er seinen Kick macht. Da. Wer ist er denn? Wer ist er denn? Ich will so einen für zu Hause. Kann ich die Items einsammeln, während ich auf dem Chocobo bin? Ja. Oh Gott. Und jetzt? Was soll ich machen? Soll ich absitzen? Absitzen? Soll ich hier was reparieren bestimmt, ne? Wieder in Betrieb. Goldfeder. Kann ich mit ihm noch reden jetzt hier? Irgendwie konnte man auch springen, aber ich weiß nicht mehr wie. Wittern? Man kann auch wittern. Es gibt ja nichts zu entdecken. Wittern, suchen, Kommandos. Irgendwie konnte man doch auch springen. Ich hab's wieder vergessen. Kreis? Ne. Ah doch, Kreis. Hui, hui. Oh Mann, ich liebe das Game. Ich liebe das Game. Ich sage es euch so, wie es ist. Ich liebe das Game. Hätte ich nicht gedacht. Ich war erst ein bisschen skeptisch, aber jetzt ist die Skeptik... Guck mal, der kommt... die Skeptik verflogen. Der kommt mit Höhenmeter gut klar. Chillig. Und hier haben wir einen Funkturm zum Aktivieren. Lenkt nicht so einfach. Es scheint über den Kopf eines Chocobos das Symbol Fragezeichen. Bedeutet, dass ein Hase in der Nähe einen Gegenstand vergraben hat. Finde ihn hier mit Hilfe des Geruchs hin. Hier ist, hier sind ganz viele Häschen. Aha! Alter, das ist so viel. Also können wir mal ganz kurz, ich weiß, es gucken bestimmt auch viele zu, die jetzt nichts von Skull and Bones wissen. Aber das sind genau diese Sachen, die bei Skull and Bones fehlen, diese Kleinigkeiten. Das bringt mich gameplaymäßig kein bisschen weiter, aber es sind einfach geile Nebensachen, die du noch dazu machen kannst. Und was kriege ich bestimmt? Eisenerd. So, nicht weil es interessant, aber das sind diese Kleinigkeiten, die aus einem guten Game ein grandioses Game machen, meiner Meinung nach. Und was einfach auch wichtig ist. Diese Kleinigkeiten, die noch dazukommen. Klar ist schön, dass ich mit dem hier reiten kann und so, aber der kann einfach auch noch eine Fährte aufnehmen und was suchen. Und der kann kicken. Bam. bam. Barkeeper Pechsträhne. Bei einer Partie Blut der Königin hat man mir eine seltene, wertvolle Karte abgenommen. Gibt's hier mal... Ja! Ja, das bin ich. Das mache ich. Habe ich Bock drauf. Unser Vieh... Ja, ich mache sowieso einfach alles. Ist mir kackegal. Ich mache alles. Ich mache alles. Was haben wir hier? Barkeeper. Yo. Sprich mit dem Barkeeper, um mehr zu erfahren. Ach so. Kannst du mir dein Können vielleicht einmal demonstrieren, bevor ich dir den Auftrag gebe? Mit Vergnügen. Ihr kennt meine Taktik. Den neuen spiele ich nicht, weil der braucht 3 und das kriege ich nicht hin. Boah, 2 Einer. Scheiße. Ja, also wenn du das Ding hier mal... Das wird bestimmt noch komplizierter. Aber wenn du es erstmal drauf hast, ist geil. Und mir ist auch eingefallen, dass das Karten oder das Spiel aus dem DLC nicht das hier war, sondern das war so ein bisschen Tower Defense mäßig.
das Spiel aus dem DLC vom Remake. Ja, easy. Krieg ich jetzt eigentlich was? Ich krieg nicht mal was, wie also. Würzel am Turm. Da ist er. Oh, eine Runde? Na klar. Wir sind wegen der Karte des Bug. Ah, verstehe. Hat Vell sich also Hilfe geholt, weil er selbst zu schlecht in dem Kannst Spiel du dich im Marker ist? Selbst setzen? Ja. Aber ich werde nicht hingeführt. Von mir aus gerne. Wenn du gewinnst, kriegst du die Karte zurück. Und ich will aber auch eine eigene Karte. Ey, das Game hier, PvP, würde ich ja so feiern. Das Game hier im PvP, da wäre ich aber ganz steil mit dabei. Perfekt. Den hau ich weg. Und dann Abfahrt. Ihr kennt meine Eröffnung. Zack. Und dann den anderen davor. No-Brainer. Das ist wirklich ein No-Brainer. Das war ganz kurz, habe ich kurz gedacht, okay, ich hab's verkackt. Aber ging klar. Das macht mir wirklich viel Spaß, dieses Kartenspiel. Vor allem, wenn das dann noch mal ein bisschen umfangreicher wird. Sieg. Oh, da war ein richtig... Jetzt muss ich aber schnell zurück an die... Moment. Hast du nicht was vergessen? Ach ja, richtig. Die Karte, die ich Vell abgeluchst habe, nicht? Welche war das nochmal? Ah, verdammt. Die Chocobo- und Mokri-Karte, stimmt's? Das ist mir jetzt echt peinlich, aber die habe ich nicht mehr. Lass mich mal gucken. Nein, wirklich, glaub mir das doch. Ich war etwas knapp bei Kasse und da habe ich sie einem Sammler verkauft. Oh, 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 kaufen. Der Typ heißt Thorin, hat einen Kartenladen. Ja, da sehe ich mich, da werde ich all mein Silber, all mein Gil wird da reinfließen. Ich werde so doll in den, in den Glücksspiel Blut der Königen Sucht verfallen. Oh ja, da sehe ich mich. Wo ist der? Let's go. Da ist er. Kartenladen, chillt da rum. Also was ist das denn für ein Kartenladen, Digga? Du musst doch irgendwie einen Tresen haben. Grüß dich. Wir suchen die Karte Chocobo und Mogri. Ah, tut mir leid. Die steht gerade nicht zum Verkauf. Seltene Karten gebe ich nur an Spieler aus, die sie auch wirklich verdienen. Also, Sportsfreund. Wenn du mich in einem Zweikampf besiegst, dann überlasse ich sie dir. Der ist schon schwer. Na? Aber meine Taktik kennt ihr ja. Karten werden wir haben. Titan? Alter, Titan? Wie viel Geld habe ich? Ich habe 2.500. Ich kaufe erstmal die. Ich gehe, leider sehe ich nicht, was sie können. Sturmgardist, Biorette, Grenadier, Mangrode, Quasimantorio. Ich kaufe mir das hier. Ich kaufe alles einmal. Sorry. Glücksspiel macht süchtig, macht das zu Hause nicht wahr nach, aber da sehe ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ach, das Booster hat nicht. Ah, okay, das Booster hat nicht irgendwelche Random-Karten, sondern das, was mir da angezeigt wurde. Okay. Einfach 2K ausgegeben, alles, was ich hatte. Ja, okay. Deck ändern. Was haben wir hier bekommen? Was ist das denn? Okay. Oh mein Gott, guckt euch den an. Den Schokomoppel. Das ist also, dieses Kartenspiel. Das Game hat so viel Umfang. Die könnten nur das Kartenspiel rausbringen, sage ich. Guck mal, der braucht nur 2. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, die perfekte Eröffnung. Die perfekte Eröffnung. Ah, mach ich. Weil es unten auch noch einen Zweier gibt. Der Moppel. Der Titano-Moppel einfach oben. 8 und 10, das kann er nicht schlagen. Bei Witcher 3 gab es auch ein Mega-Kartenspiel, was dann auch eingestellt rauskam, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, zu Recht. Das ist ja auch ein ganz simple Mechanics hier, aber Chocobo Mogri. Entsprechend der Anzahl der anderen verstärkten verbündeten Karten steigt die Stärke um 1. Ja. Leute, das Game ist so, so nice. Wir geben jetzt noch die Karte ab. Aber
Digga, ich will gar nicht aufhören zu zocken. Guck mal, auch Schnellreise. Zwei Sekunden Schnellreise. Was ist das denn? Ah, gib mir die Karte jetzt. Na klar. Bam. Bist du dir sicher? Schokobo und Mogi bekommen, die Nummer 107. Meint ihr, im zweiten Teil baut man die Slums 7 wieder auf? Alles können wir reloaded. Let's go. Auftrag abgeschlossen. Cloud, alle Stufe 18. Das gibt also auch gute Erfahrung. Wir machen hier auch jetzt einen Cut. Das war richtig, richtig viel Input. Ich bin so unfassbar geflasht von dem Game. Es macht mir so, also es ist, also seit langem das beste Game, was ich gespielt habe. Ich glaube, seit Elden Ring, würde ich fast sagen. Wobei Elden Ring kannst du nicht damit vergleichen, weil da geht es viel um Kämpfen. Aber hier, Story und die vielen Dinge, die du tun kannst, sind so nice. Deswegen machen wir hier einen Cut. Holt euch das Game. Ich glaube, kostet 80 Euro oder so, aber das ist jeden Cent wert. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, wie viele Stunden, 5, 6 Stunden im Game und ich habe gefühlt, bin ich noch keine 2 Meter weit gekommen. Es ist so, so geil und ich werde das bestimmt auch die nächsten Tage und Wochen weiter zocken. Lasst gerne ein Follow da, ein Like auf das Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.